Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spyro. Wir machen das nächste Level direkt. Und zwar Roboter Bauernhof. Das ist jetzt dran. Alles andere hatten wir, glaube ich, soweit fertig. Ich muss gestehen, es ist ein bisschen lange her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Schluchtenstrecke, ja. Dann fehlt jetzt noch der Roboter Bauernhof. Und hier drüben... Wie hieß das? Metropolis. Und dann sind wir auch schon finito. Dann kommt noch der Endboss. Also fangen wir an. Nicht lang schnacken. Wir wollen ja immer noch was erreichen heute. Und da sind wir auch schon. Hallo, Spyro! Diese Schädlinge haben unseren Hof verfallen. Kannst du uns helfen, sie loszuwerden? Klar kann ich das. Weg zu dieser riesigen Insektenlampe und schalte sie ein, um die restlichen Viecher loszuwerden. Alles klar. So, es ist leider so, dass ich in letzter Zeit sehr wenig Zeit hatte, irgendwas zu machen. Ich glaube, ich habe auch noch 2 Videos aufgenommen, aber nicht geschnitten. Ah, die müssen auch irgendwann nochmal drankommen. Also ich glaube, das letzte Video, was ich jetzt hochgeladen habe, wenn ich mal so rüber gucken kann hier. Part 24, Schluchtenstrecke. Am 31.3. Ne, 31.1., nicht 3. 3. wäre ja gar nicht so wild. Ja. Aber jetzt komme ich endlich mal wieder dazu. Die war leider ein bisschen viel um die Ohren gehabt. Aber damit ist jetzt Schluss. Jetzt geht's wieder los. Direkt ein paar Edelsteine eingesammelt. Hier nochmal das Schaf gegrillt. So, gab's hier drüben noch was? Ja. Oh, mit denen muss man immer ganz toll aufpassen. So, ich erinnere mich, mit dem Kopfstoß muss man die erledigen. Zuerst gegenrennen, dass sie auf dem Rücken liegen und dann mit dem Kopfstoß drauf. Okay, das Ding hier funktioniert noch nicht. Und hier haben wir 2 Möglichkeiten. Entweder springen wir über die Fässer drüber und feuern den an. Oder Möglichkeit 2 kommt gleich. Wenn wir den nächsten finden. Hier sind auch noch ein paar Vasen. Bloß nichts vergessen. Ich glaube, da haben wir alles. So, die Buchwippe hier, die meiner Meinung nach ein bisschen aussieht wie eine Nagelfeile. Ich weiß nicht warum. Zack. Denn hier? Ist irgendeine Bedeutung? Ach so, du spuckst diese Teile aus. Okay. Okay, habe ich verstanden. Ist gespeichert. Oh nein. Daneben geschossen. Blue. Okay. Ich dachte gerade, da wäre noch ein Edelstein oder so. Ja, erledigt. Volltreffer. Oh nein. Boah, Glück gehabt. Die habe ich ja gar nicht auf dem Radar gehabt. So, und hier ist jetzt der nächste. Wow, 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 wow. Okay. Wir können die Fässer rüberhauen und ihn quasi mit seinen Fässern selber ins Verderben stürzen. Dann sieht er gleich, was er davon hat.
Wie kommt man auch auf die Idee, hier mit Fässern durch die Gegend zu rollen? So, das Schaf wieder mitnehmen. Oder auch nicht. Sparks hat scheinbar gerade keinen Hunger. So, komm, Futter. Okay, einen brauchen wir eigentlich noch, ne? So, blau gefällt mir nicht ganz so gut, Sparks. So, gelb wäre schon besser. So, hier hatten wir alles. Fix einmal hier rüber. Käferchen erledigen. Wow. Oh oh. Zack, weg damit. Blödes Ding, du. Hier ist noch wieder so einer. Gar kein Problem für mich. Und hier ist der Aufzug. Fahren wir damit auch gleich mal hoch. Na komm. Jetzt geht's los. Oh, falsche Seite. Hier geht's raus. Oh, da können wir die kleine Rakete zünden. Wo fliegt die jetzt eigentlich hin? Ah, da hinten. So, haben wir alles? Ich glaube ja. Gut, bevor wir mit dem Robomännchen da schnacken. Schon wieder getroffen, das gibt's doch nicht. Sparks komplett weg. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Leben farmen hier. Ich krieg hier nicht mal richtig die Edelsteine mehr eingesammelt. Ah. Okay, gehen wir hier runter. Hier war auf jeden Fall ein Schaf. Dann haben wir zumindest überhaupt mal wieder eine Sparks. Einen Sparks, der ist ja männlich. Da ist noch ein Schäfchen. Oh. Ja, supi. Gleich einen blauen gekriegt. Dann ist Sparks auch wieder direkt vollkommen aufgeladen. Huch. Abgerutscht. Oh. Okay, das macht offensichtlich keinen Schaden. So, irgendwie muss ich ja noch darüber und hier lang. Ich glaube, da war das Ende. Bin mir jetzt aber echt nicht sicher. Noch ein Schäfchen. Okay, was gab es hier Schönes? Ach so, ich glaube, das nur die... Nein, 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 nein. Mist. Ja, das ist die Stage hier für meine Challenge. Dann knöpfen wir uns die doch auch gleich mal vor, würde ich sagen. So, komm her, Alfredo. Wir haben mal ein Wörtchen zu reden. Diese miesen Schädlinge machen sich über meine Roboter-Vogelscheuchen lustig. Kannst du sie jagen und grillen, Spyro? Klar. Roboter-Apfelbirne ist das. Okay, da sind sie nicht. Wir müssen jetzt immer hinterher fliegen. So. Ich glaube, einen haben wir. Noch ein. Okay, das dauert ein bisschen. Nächster. 3 von 4. So, hier brauchen wir mal gar nicht erst rüberspringen. Zack. Meine Felder sind von den fliegenden Schädlingen befreit. Nimm dieses Dingsbums, das ich gestern ausgegraben habe. Boah, das Dingsbums ist richtig gut. Ich glaube, das kann ich gebrauchen. Davon habe ich zwar schon irgendwie... Ach, wie viel habe ich denn? 58 habe ich jetzt. Ja, dann kann ich doch sicherlich noch einen mehr gebrauchen, oder nicht? Ich habe gehört, von den Dingsbumsen kann man nie genug haben. Das ist richtig blöd, was du hier machst. So, von der Seite... kann ich dich so ein bisschen anfeuern. Nicht im Sinne wie so ein Cheerleader, sondern mehr so wie so ein Drache. So. Nicht, dass jetzt hier durcheinander kommt. So, bleib unten und... Zack. Äh...
Oh nein, oh nein. Oh, lauf um dein Leben. So, da sind die beiden. Nein. So, erster ist weg. Ah, Volltreffer abgekriegt. So, wieder die dritte und... Boah, gerade noch rechtzeitig. Hat sich das überhaupt... Wofür ist das da? Ah, weil ich sonst nicht hier hochkomme. Okay, ich verstehe jetzt. Idiot. Mensch. So, jetzt aber. Okay. Das war blöd. Versuchen wir es anders. Also, erst losräumen, wenn der Weg gerade... losräumen? Räumen? Rennen. Losrennen natürlich. Wenn der Weg frei ist. Also, jetzt. Weil dann... Okay, wenn man dann auch vernünftig springt, dann schafft man das. Schon wieder. Sag mal, hab ich's heute irgendwie nicht so mit dem Controller. Irgendwie? Warum? Warum macht er den Flatterflug nicht mehr? Muss man dafür erst eine gewisse Zeit fliegen? Ich glaube, so war das, ne? Ja, wenn man ihn gleich einsetzt, dann stürzt er ab. Okay, ich glaube, das Problem hatte ich irgendwo schon mal. So, jetzt aber. Weg da, du Käferchen. Ist ja eine richtige Insektenplage hier. So, erstmal die Käfchen zu holen. Und dann hier hoch, würde ich sagen. Oh! Das Ende! Gut gemacht, Spyro! Diese Viecher werden sich jetzt von den Feldern fernhalten. Belohnung gefällig? Klar, komm, noch so ein Dingsbums. Au ja! Das kann ich gebrauchen für meine Sammlung. Okay, aber wie die meisten wahrscheinlich wissen, gehen wir nicht ins Ende rein. Denn wir haben ja vor, alles zu 100% komplett fertigzustellen. Und das machen wir jetzt auch. Och, die blöde Fragezeichenvase schon wieder. Mensch. Ich mag die irgendwie nicht. Aber rennen wir erstmal hier ein bisschen lang oder musst du zuerst mit ihm reden oder so? Ich bin früher mit dem Traktor über den ganzen Hof gefahren, aber so ein blöder Roboter hat den Weg blockiert. Kannst du ihn mit einer Superladung freimachen? Das krieg ich hin, oder? Weg für den Traktor freimachen. So, oh, 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 oh. Okay, aber dann können wir, wenn ich jetzt eh runtergefallen bin, können wir vielleicht unter Umständen, könnte man, ich muss mal kurz kicken, könnte man ja diese Fragezeichenbase fertig machen. Das ist so typisch. Komm da. Das ist meine schwierigste Herausforderung hier, glaube ich. Ich krieg doch echt ein zu viel dabei. Kann man denn nicht einfach so... Nö, kriegt man nur einen auf den Latz hier. Kann man eben einfach rüberspringen, was ist das? Doch, geht. Geht. Dann machen wir das weiterhin auch so, weil ich werde sicher noch öfter runterfallen. Hier ist das Ding. Okay, da hinten. Ach, ist doch direkt hier vorne. Abkürzung. Wo war das? Auf jeden Fall ja irgendwo wieder zurück. Oh, Mist. Ah, hier. Gut, dass ich runtergesprungen bin. War mit Absicht. Weiß keiner.
So, und jetzt? Jetzt habe ich irgendwie nicht aufgepasst. Das Ding jetzt am Anfang? Ja! Oh, schön Edelsteine, lecker, lecker. So wollen wir das haben. Und ich kann hier jetzt schon die Abkürzung nehmen. Und bin direkt wieder oben bei ihm. Das ist doch super. Also immer wenn ich durch so einen blöden Kürbis fahre, sehe ich halt gar nichts mehr. Das ist ein bisschen ätzend. Wow, okay, okay. Den großen Teil des Weges haben wir jetzt schon frei. Da wollen wir hin. Wir machen jetzt erstmal den kompletten Weg frei und im Nachhinein gehe ich nochmal in Ruhe durch und sammle die ganzen Edelsteine ein. Weil hier auch noch Fässer und Vasen und sonstiges alles rumliegt. Das war eine Meisterleistung, Drache. Hier, nimm dieses Ding, das ich im Kuhstall gefunden habe. Ja, gerne. Noch ein Kügelchen. Waren das jetzt alle? Alle Kugeln gesammelt. So, jetzt rennen wir mal nicht. So, ganz entspannt nochmal den ganzen Weg ablaufen. Ich hoffe, ich schaffe das hier jetzt. Ja, das sieht gut aus. Nächsten. Ah, viel fehlt auch nicht mehr. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es sind zu wenig. Ja, hier kommt nichts mehr. Das ist der Anfangsbereich. Das ist außerhalb des Map-Geländes. Das Sinn, hier raufzugehen? Nö, macht es nicht. Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Mensch. Aber diesmal weiß ich, wir hatten hier eine Abkürzung. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, als jetzt tausendmal wieder zu versuchen, über diese Nagelfeile da hochzuspringen. Aber nichtsdestotrotz fehlen uns ein paar Edelsteine. Und zwar, da sind schon die ersten. Dafür können wir auch unseren kleinen Sparks-Trick benutzen. Die Richtung. Ah, ein netter Zuschauer hat das ja mal geschrieben. L3. L? Ja, ist L. L3 gedrückt halten und Sparks zeigt in die Richtung, wo sich die Edelsteine befinden. Da. Und das sind auch alle. Ja, super. Dann wäre das Level damit abgehakt. Wo war denn jetzt? Da war. Hier, unser kleiner Tornado. Mal die Strecke zurücklaufen. Nein. Boah, gerade noch gefangen. Und da ist unser Ziel. Sehr, sehr schön. Roboterfarm ist offiziell abgehakt. Gut, und damit wäre es das auch schon gewesen mit dem, vorletzten Part. Ich weiß es nicht, also ein Level haben wir noch, Metropolis. Dann haben wir noch den Kampf gegen Ripto. Und dann kommt ja noch
unser kleiner Bonuspart. Und vielleicht müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten für die Fähigkeitspunkte, damit wir die Galerie auch noch vervollständigen. Das wäre ja super. Aber ich beende dann jetzt diesen Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Zumindest bei allen, die jetzt noch dran geblieben sind. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.